Michel Eric Philippi, so besser, so humorvoll wehren sie sich gegen Hasskommentare. Michel und Eric Philippi kriegen für ihre Beziehung wegen ihres Altersunterschiedes viele Hassnachrichten. Nun wehren sie sich dagegen. Michel Eric Philippi, sie sagen den Hasskommentaren den Kampf an. Nichts ist so schön wie die Liebe, doch während verliebte Paare sich freuen, ihren Seelenverwandten gefunden zu haben, gönnen einige Menschen ihnen das Liebesglück nicht. Das erfahren auch Schlagersängerin Michelle, 52, und ihr Freund Eric Philippi, 27, seit einigen Monaten. Im Sommer 2023 machten sie ihre Liebe offiziell. Beruflich teilen die beiden Künstler dieselbe Leidenschaft. Doch alterstechnisch liegen die beiden deutlich auseinander. Ganze 25 Jahre trennen die beiden Schlagerstars. Michel und Eric stört der Altersunterschied überhaupt nicht, viele Fans allerdings schon. Das Paar bekam sogar Morddrohungen. Eine echte Belastungsprobe für die Beziehung. Doch die zwei Musiker lassen sich davon nicht unterkriegen, stattdessen kontern sie jetzt mit einem humorvollen Bild auf Instagram. Philippi bearbeitete auf einem Pärchenschnappschuss sein Gesicht, sodass er 20 Jahre älter schien. Dazu schrieb der Schockverliebt-Interpret: Passt es so oder kleiner als so? Besser in die Gesellschaft? Liebe ist immer richtig. Unter dem Social-Media-Beitrag gab es viel Lob für die lustige Idee und in zahlreichen Kommentaren heißt es: Eric und Michelle sollten weiterhin ihren Weg gemeinsam gehen, egal was jemand sagt. Ein paar negative Kommentare gab es leider aber dennoch, allen es recht machen, kann man schließlich nicht. Michel Eric Philippi, sie stehen zu ihrer großen Liebe. Trotz der Hassnachrichten halten Michel und Eric Philippi fest zusammen. Mittlerweile sind sie sogar schon zusammengezogen. Weitere Schritte in ihrer Beziehung sind ebenfalls geplant, so verriet Philippi gegenüber der Bild, dass er vorhat, seiner Auserwählten irgendwann einen Heiratsantrag zu machen. Ich werde sie fragen. Sie hat nur absolut keine Ahnung, wann das passieren wird. Es soll eine Überraschung werden. Wie süß. Wir sind gespannt, wann es soweit ist und drücken dem Paar weiterhin die Daumen.